Ihnen. Heute Morgen 10.20 Uhr kam das Ja-Wort, etwas ranzig. Zum Edgar, dem Edgar habe ich an der Bein getappt, damit er mal das Maul aufmacht. Doch zum Schluss, es hat geklappt, die Falte ist jetzt zugeschnappt. Nun beginnt der Kampf zu zweit, heute Freud und morgen Leid. Lasst euch nur nicht unterkriegen, wir kriegen alles wieder hin. Da ist etwas verkehrt, ist egal. Sind die Kinder erstmal da und rufen andauernd Papa, dann wird das Leben richtig bunt. Doch heute geht es hier noch rund. Hat ja nicht geklappt. Moment! Lasst uns feiern in froher Runde noch so manche schöne Stunde, damit uns in Erinnerung bleibt die wunderschöne Hochzeitszeit. Denkt daran, wenn es schon spät und ihr geht ins Ehebett, ihr seid jetzt Mann und Braut, dass ihr dann dürft, denn ihr seid getraut. Wenn ihr morgen früh erwacht und vorbei die Hochzeitsnacht, dann beginnt der Ehestress, aber vorher wollen wir jetzt einen trinken auf euer Glück und denkt ihr später mal zurück an diesen wunderschönen Tag, der euch noch öfters bringen mag. Schöne Stunden so wie heute, darauf trinken wir Leute. Das war vor 25 Jahren. Ich mache noch einen kleinen Nachschlag für Haut. Silberhochzeit ohne Frage ist auch eine schöne Sache. Silber, das ist allen klar, ist nicht nur in eurem Haar. Gucke nur der Edgar an. 25 Jahre Blick zurück, eigentlich auch mit viel Glück. Wenn ihr die nächsten 25 Jahre auch so meistert, ist wunderbar. Und als Trauzeuge bin ich wieder bereit, mit euch zu feiern, die goldene Hochzeit. Doch hier und heute ist Silberzeit und noch viel Freude die nächste Zeit. Lass es ruhig öfters krachen, wenn auch die Gelenke knacken. Denn das erinnert euch daran, dass ihr noch Leben in euch habt. Für die nächsten Jahre nur das Beste, das wünschen wir euch zu diesem Feste. Das rote Rosi und sein Axel und alle, die sich hier jetzt latze. Viel Glück bis zum goldenen Jubelfeste, das wünschen wir und alle Gäste. Fertig. Schließlich eine Familie, da muss man zusammenhalten. Danke will ich aber auch all meinen Freunden vom SKC sagen, die damals Spalier standen schon, denen ich immer die Treue gehalten habe und mir immer noch sehr, sehr gern dabei sind. Saskia, die heute schon mit ihrem kleinen Mädchen da ist, war damals so ein kleines Garnemädchen, hat Spalier gestanden. Der Oma natürlich Urgestein und alle anderen. Der SKC ist ein Teil von uns und wir freuen uns immer mit euch zusammen zu sein. Und allen anderen Phasen bozen hier. Viel Spaß noch. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Session. Und dann können wir jetzt uns noch ein bisschen freuen. Danke.